herzlich willkommen zu unserem ersten Let's Play von Gideon und mir, Niklas. Also, wir spielen heute Octodad Deadliest Catch. In Octodad Deadliest Catch ist man ein Oktopus im Anzug und man muss versuchen, wie ein normaler Mensch zu leben, ohne dass herausgefunden wird, dass man ein Oktopus ist. Octodad kam im Jahre 2010 raus und wurde von Studenten der DePaul University entwickelt. Das Entwicklerstudio ist Young Horses. Ja, und dann kommen wir direkt mal ins Spiel. Also, wir sind hier jetzt im Supermarkt und müssen hier verschiedene Einkäufe erledigen. Has revolutionized the modern shopping experience. Everything here is automated and handled remotely. Ja, also, wie ihr unten in der Mitte des Bildschirms seht, müssen wir eine Tiefkühlpizza finden, ne? Our freezer section is all frozen up. We're working on getting it fixed. Und wie sie gerade gesagt haben, ist die Tiefkühlabteilung komplett eingefroren. Aber eine Tür funktioniert noch und wie ihr gerade seht, versuchen wir irgendwie durch die Tiefkühlabteilung zu klettern. Wir müssen hier durch verschiedene Regale klettern und ja, hier geht's anscheinend okay. Jetzt sind wir im Ventilatorensystem und da ist auch eine Pizza. Okay, den ersten Einkauf haben wir. Was müssen wir als nächstes besorgen? Okay, und wie unten wieder steht, müssen wir jetzt Tommys Müsli besorgen. Und da ist es auch schon. Aber leider hat es anscheinend schon eine andere Frau genommen. Und wir müssen es jetzt von ihr klauen. Und sie beobachtet uns, das ist nicht so gut. Oh, sie hat entdeckt, dass wir es nehmen wollen. Ja. Dann warten wir erstmal, bis sie wegguckt und dann versuchen wir es nochmal. In der Zeit nehmen wir einfach. Okay, sie guckt gerade weg. Da können wir uns doch mal schnell nehmen. Aber sie guckt wieder. Dann warten wir wieder ein bisschen. Sie guckt uns wieder an. Ich glaube, wir sollten erstmal ein bisschen weggehen, dass sie nichts mehr bemerkt. So, und da guckt sie auch schon wieder weg. Da gehen wir doch mal schnell zurück. Und wir haben's. Was müssen wir als nächstes holen? Wir müssen Mangolimo holen. Okay. Anscheinend ist in diesem Laden die Limo an einem Kran. Allerdings können wir hier an dieser Art Berg hochklettern. Das machen wir auch mal schnell. Da haben wir Cola oder was auch immer das ist. Und da haben wir auch schon die Mango-Limo. Jetzt müssen wir den perfekten Apfel finden. Ich weiß nicht, warum er auf dem Bild gelb ist. Ich würde nämlich hier einen roten Apfel holen. Und da haben wir auch schon den Melonenstand umgehauen. Praktisch, wenn man in einem Supermarkt ist. Und ja, wir haben den perfekten Apfel, der anscheinend gelb ist. Okay, jetzt müssen wir Schokomilch holen. Klingt lecker. Hoffen wir mal, dass es mehrere Exemplare gibt. Hier ist die Milchabteilung und da hinten sehe ich auch schon was Gelbes leuchten. Und wir haben die Schokomilch. Und anscheinend holen sie sich das Fleisch in diesem Laden von nirgendwoher. Okay. Anscheinend gibt es Sushi-Pröbchen im hinteren Abteil und da ist es auch schon. Ich glaube nicht, dass wir hier hingehen dürfen, aber
Für Sushi würde man doch alles machen. Und da ist ein Metzger. Vorsicht! Okay, anscheinend jagt er uns. Und anscheinend weiß er, dass wir ein Oktopus sind. Anscheinend sollen wir langsamer gehen, dass er uns töten kann. Das ist mir nicht gerade... Oh Gott, wir hängen fest. Und jetzt müssen wir anscheinend Blut oder Ketchup, was auch immer das ist, wegwischen. Oh, da ist er, da ist er. Und wir sind dem Metzger entkommen. Und ich glaube, er hat etwas... Er hat, glaube ich, etwas umgeschmissen. Irgendwas mit Glas. Oder ist das schon unsere Frau? Und im Hintergrund sieht man unsere Kinder. Anscheinend... Ja. Anscheinend will unsere Frau wissen, was wir da hinten gemacht haben. Okay, wir müssen an der Kasse rausgehen. Hier ist die Kasse. Oh, okay, wir müssen die Einkäufe einscannen. Das machen wir doch dann mal direkt. Ich glaube, wir haben die Mango-Limo nicht ganz erwischt. Ja, nicht den Apfel. So. Damit haben wir auch die Einkäufe fertig. Jetzt würden wir eigentlich zum Aquarium gehen. Allerdings werden wir das nicht machen. Denn das war's auch schon. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Müsst ihr aber nicht. Wenn es euch nicht gefallen hat, ist auch okay. Wir waren Niklas und Gideon und ciao. Bis zum nächsten Mal.